juristischen Beitrag von Diana, die sich wissenschaftlich mit Asylrecht beschäftigt und für uns die ganze Situation nochmal einschätzen wird. Hallo, ich freue mich, so viele Menschen zu sehen, die für Solidarität und Menschlichkeit heute auf die Straße gehen. Und die sich gegen die Politik dieser Tage stellen, die suggeriert, dass es nur die Wahl zwischen Abweisung hier oder Zurückweisung da gibt. Was wir seit Wochen erleben, ist eine Aneinanderreihung von politischen Vorschlägen, die auf immer unterschiedliche Weise europäisches Recht in Frage stellen und Grundvereinbarungen zum Schutz von Flüchtlingen in Frage stellen und Rechte beschneiden. Wir hören Zurückweisung an der Grenze ohne Verfahren. Der Vorschlag widerspricht europäischem Recht. Und wichtig ist, dieses Recht gibt es nicht zufällig, sondern es gibt es aus guten Gründen. Und dann hören wir Aufnahmezentrum in Albanien oder in Nordafrika. Also die Idee, dass mit europäischem Geld und europäischer Macht dafür gesorgt wird, dass Migrantinnen anderswo bleiben. Und jetzt hören wir über Transitzentren, wo Personen fiktiv nicht eingereist sind und dann schneller wieder zurückgewiesen werden sollen. Diese Aneinanderreihung von schlechten Vorschlägen macht es schwieriger, politisch Widerstand aufzubauen. Man weiß manchmal nicht, wo eigentlich anfangen. Und man ist schnell nur damit beschäftigt, jeden einzelnen Vorschlag zu kritisieren. Aber wir brauchen auch positive Visionen und deshalb freue ich mich so sehr, dass heute so viele Menschen zusammengekommen sind. Ich möchte ein paar Worte zur Rolle von Recht in diesen Kämpfen für die Menschlichkeit sagen. Und das Recht ist etwas, auf das alle Seiten sich ständig beziehen. Wir hören von dem rechten Spektrum von AfD und Konsorten lange, es habe einen Rechtsbruch gegeben 2015, als Personen aufgenommen und in ein Asylverfahren gelassen wurden. Das ist falsch. Es gab nie einen solchen Rechtsbruch. Das Recht hat erlaubt, menschlich zu sein und Personen aufzunehmen. Und genauso steht das Recht auf der Seite derer, die sich jetzt gegen Vorschläge von Zurückweisungen an der Grenze stellen. Das europäische Recht erlaubt nicht, Menschen ein Verfahren zu verwehren. Das europäische Recht sieht vor, dass jeder Mensch ein Asylverfahren bekommt. Und wenn wir über die Kriminalisierung von Seenotrettung sprechen, dann haben wir es da mit einem besonders ambivalenten Recht zu tun. Denn wir dürfen nicht vergessen, das Recht ist immer auch ein Stück weit Instrument zur Herrschaft und Instrument zur Kontrolle. Es ist auch Recht, was staatszentriert ist. Und es gibt auf der einen Seite die Vorschriften zur Seenotrettung, das internationale Seerecht. Aber es gibt auf der anderen Seite auch diejenigen, die das Recht nutzen wollen, um gerade Recht und Ordnung im Land und eine Abschottung an der Außengrenze von Europa durchzusetzen. Insofern ist mein Aufruf, wir dürfen das Recht nicht zu leicht verloren geben. Wir müssen kämpfen für das Recht, mit dem Recht, aber am Ende müssen wir vor allen Dingen auch kämpfen für die Menschlichkeit. Vielen Dank. Applaus